Yo, was geht? Hier ist euer Max und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich wieder meine Sache am Start, die wirklich nicht 0815 ist. Und zwar habe ich ein Tool gefunden, beziehungsweise eine Website, die tatsächlich Pokémon in deiner Umgebung anzeigt. Jetzt fragt man sich, warum braucht man das? Einerseits braucht man das, weil das In-der-Nähe-Feature von Pokémon in letzter Zeit einfach nicht funktioniert. Es gibt ja diesen Three-Steps-Glitch, wo einfach nur drei Fußstapfen angezeigt werden, egal wie nah du beim Pokémon bist. Und dadurch ist es quasi unmöglich, dass man Pokémon findet, die wirklich in der Umgebung sind. Andererseits ist es total hilfreich, wenn du halt schon total weit gekommen bist, aber einfach ein Pokémon partout nicht findest. So, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Also, hier seht ihr die Oberfläche. Das geht sowohl mobil als auch am Computer. Ich zeige es euch jetzt mal vom Computer. Die Default Location hier ist jetzt der Santa Monica Beach. Man kann das alle 30 Sekunden aktualisieren und hier oben halt jede x-beliebige Location eingeben. So, und jetzt guckt euch das mal an. Die Namen von den Pokémon sind halt auf Englisch, weil klar, es ist eine englische Plattform. Hier haben wir zum Beispiel einen Pummeluff, ein Pikachu, ein Mirapla, ein Carpador. Seht ihr? Also hier zum Beispiel Kabuto. Dieses Pokémon habe ich nicht ein einziges Mal gesehen in meiner Pokémon Go Spielzeit. Nicht einmal. Das ist, wie heißt er noch? Rizeros ist das, glaube ich, ja. Aber generell kann man sagen, dass man mit diesem Ding echt Pokémon findet, die man sonst nicht finden würde. Und ich finde das super hilfreich. Es ist so ein bisschen, wie soll man sagen, es ist nicht so 100% clean, aber zumindest in der Zeit, wo dieser Three-Steps-Glitch nicht funktioniert, kann man das, finde ich, guten Gewissens verwenden. Und damit ihr nicht denkt, der Typ erzählt einfach nur und das kann doch jeder hier irgendwie so ein Ding animieren, wo ein paar Pokémon drauf sind. Ich habe das Ganze tatsächlich ausprobiert und bin nur für dieses Video mit meinem Bruder in die Stadt gefahren. So Leute, wir haben hier gerade zwei Taubsis und einen Zubat auf der Karte und checken jetzt mal, ob das Ganze so stimmt. Boah, damn, Alter, überall Lockmodule. Ja? Ja. Turn up. Live, Alter, that's the life I'm living. Nebulak hier vorne. Vom Lockmodul, das nehme ich mir natürlich mal mit, Leute. Zum Nebulak sagt man ja nicht nein. Klare Sache. Pokémon Go übernimmt. Okay, so jetzt muss ich das mal abgleichen. Ein Zubat und zwei Taubsis waren es. Da vorne an der Ecke. So, da ist schon mal das Zubat. Fahr nochmal weiter geradeaus. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal gestimmt. Es sind schon zwei weitere Taubsis auf der Karte. So, wollen wir zu Fuß weitergehen? Sollen wir hier halten? Ja, mach das mal. Wir gehen zu Fuß weiter, Leute. Ich muss nur gucken, ob die Karte noch aktuell ist. Ihr seht ja gerade auf dem iPhone, dass das Ding irgendwie ein bisschen Probleme hat und am Laden ist. Hey Leute, bitte sagt niemand, dass wir in Stuttgart sind, bitte. Okay, so Leute, wir haben jetzt hier das Zubat am Start, das wir gerade eben auf der Karte gesehen haben. Und ballern ihm jetzt eine Himbeere. Okay, es ist ein Zubat eigentlich, will das kein Mensch, aber ich finde nur eine kleine Demonstration, das funktioniert. Okay, ich bin schlecht und Boots. Draußen. Super einfach, weil ich es gefangen. Da komm schon. Oh Junge, ich verwerf gerade meine ganzen Hyperbälle für dieses Drecks. Normalerweise würde ich für Geld keinen Zubat fangen. Okay, dort. 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 Drin. Gut, Leute, also das ist der Beweis, das funktioniert tatsächlich. Alter, ein Tentakler. Junge, gib dir das wie hoch. Und. Digga, WP 3 Fragezeichen. Auf meinem Level, ich bin Level 21, das heißt, das hat irgendwie 1500 oder so. Als ob. Das wird mit Abstand mein stärkstes Pokémon sein. Als ob, Digga. Okay, Himbeere geballert. Und es wird rot sein, oder? Oh Gott, nee, orange. Großartiger Wurf. Komm schon. Einmal. Dreimal. Ist es direkt drin geblieben? Oh Junge, ich bin so gespannt, ne? Okay, komm schon. So, okay, Leute. Wird im Pokédex registriert. Alter, ich habe noch nie einen Tentoxa. Ich habe heute einen Tentascha aus einem Ei bekommen. 1187 direkt. Amna Ziki, Alter. Ist es direkt mein stärkstes? Ja, stärkstes Pokémon direkt. Lol. GG, Mann. Dann nehme ich Traumato. Wird Eis mitgenommen, Leute. Eis mitgenommen. Dort. Gut. Traumato. So, Leute, und die beiden, die ich gerade eben gefangen habe, werden auch hier angezeigt auf dem Radar. Tentoxa und Traumato. Die beiden Dudes werden hier angezeigt. Ich habe sie gerade schon gefangen. Also mit anderen Worten, man kann definitiv bestätigen, das Ding funktioniert. Und ich habe gerade einfach mein stärkstes Pokémon gefangen, Alter. Was ist das? Also auf jeden Fall sehr zu empfehlen, falls ihr irgendwie in der Stadt unterwegs seid oder so und schauen wollt, okay, wo muss ich hingehen, dass ich ein Pokémon finde, welches ich noch nicht habe. Big Like! So Leute, hier bin ich nochmal. Generell kann man wirklich sagen, das Ding ist super praktisch für die Leute, die wirklich besessen sind, ihr Pokédex voll zu bekommen, aber auch für die Leute, die irgendwie sehen, in meiner Nähe ist ein Nidoking,
Ich muss den finden, aber der in der Nähe-Bug funktioniert nicht. Dann gucken wir halt schnell bei Pokevision rein und sieht, okay, Nidoking ist in die Richtung, läuft da schnell hin, fängt das Ding. Und ja, so funktioniert das. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht was anfangen mit der Homepage. Und ja, das war's dann vom nächsten Pokémon Go Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da und ein Abo, falls ihr Bock drauf habt. Müsst ihr natürlich nicht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.